Ich bin hier an das Institut gestoßen über Empfehlungen, einmal aus Kontakten aus meinem Netzwerk, und möchte jetzt hier einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, ein Bauchgefühl bekommen, wie ist die Atmosphäre hier, die Energie, wie wird hier getickt, wie wird hier gearbeitet, was für Menschen kommen hierher, und vielleicht auch sehen, ob das etwas ist, was über eine Ausbildung hinausgehen kann im Sinne von Netzwerk, neue Ideen und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt habe ich genug gesagt. Dankeschön. Ein Curriculum bedeutet bei uns immer eine Reihe von 6 dreitägigen Bausteinen über ungefähr den Zeitraum von einem Jahr verteilt. Das haben Sie wahrscheinlich auch bei den Terminen schon gesehen. Das ist das, wofür man sich entscheidet, wenn wir jetzt mal über die Curricula sprechen. Also 3-Tages-Baustein bei uns, hier intensive Arbeit in der eigenen Gruppe, mit der man auch dieses Jahr zusammenbleibt. Dann ein Abstand von 6 bis 8 Wochen bis zum nächsten Baustein. Und so setzt sich das weiter fort, sodass ungefähr der Zeitraum von einem Dreivierteljahr bis Jahr rauskommt. Also wie sieht so ein typischer 3-Tages-Baustein aus? Das ist so eine didaktische Maske, dreigeteilt, also deduktives Lernen. Das meint im Wesentlichen Inputs, Impulsreferate von den Lehrtrainern zu den Überschriften der Bausteine. So kann man sich das im Wesentlichen vorstellen. Also Konzepte, Modelle, Steuerungsmodelle, die meistens aus der Praxis entstanden sind und die einen Blick aus einer bestimmten Brille, wenn man so will, auf die Praxis und auf die Erfahrung, die wir machen, legen. Also das ist am stärksten das, was Sie sich sozusagen unter den einzelnen Curricula und dann unter den einzelnen Bausteinüberschriften vorstellen können und was die inhaltliche rote Linie eines Bausteins ausmacht. Wichtig ist auch nochmal der Punkt, dass wirklich die meisten unserer eigenen Modelle aus der Beschäftigung und in der Abstraktion mit unseren eigenen gemachten Erfahrungen darstellen. Also die sind immer Modelle, die sozusagen schon aus der Praxis heraus entstanden sind, indem wir was gemacht haben und danach überlegt haben, was haben wir denn jetzt da eigentlich gemacht und wie kann man das in einer Art Steuerungskonzeption eigentlich nochmal zusammenfassen. Daraus entstehen in der Regel unsere Modelle. Und dann, was wir dann sehr schnell machen, auch in den ersten Bausteinen direkt, ist das, was wir induktives Lernen nennen, das heißt Verzahnung mit der eigenen Praxis, Arbeit in Kleingruppen, was wir dann nicht eher im Plenum machen, da lösen wir die Runde auf in 3er-, 4er-, 5er Gruppen, Projektwerkstätten, kollegiale Beratung, also induktives Lernen von der Praxis, von den Praxisfragestellungen, Herausforderungen von jedem Einzelnen von Ihnen, der sagt, ich bin da gerade in einem OE- und Change-Prozess, an der Stelle habe ich einen Auftrag, da bewege ich mich in einem Projektumfeld, da stehe ich gerade, das ist der Fallgeber, und ein anderer oder andere, auch mehrere, gehen in eine Beratungs- und Coaching-Rolle und arbeiten mit den Fragestellungen, die wirklich aus der Praxis kommen, in der Kleingruppe und wenden an. Also das wird dann eben verzahnt auch vom Design her mit dem, was im Baustein passiert. Es gibt Berater oder Beobachter, die wir in die Gruppe mit einbeziehen. Und es wird sehr praxis- und anwendungsorientiert und auch kompetenzentwicklungsorientiert gearbeitet. Das meint, dass jeder auch sozusagen auf seinem Level und auf seinem Kompetenzniveau in die Rolle geht, auch als Berater zum Beispiel, und von dort aus weiterlernt, also von dort aus lernt. Und die anderen sind dann an der Stelle kollegiale Lernpartner und Sparringspartner mit am Ende einer solchen Übung qualifiziertem Feedback aus den abgelegten Rollen heraus, wie war der Beratungsprozess, wie war es für mich als Klient. Das heißt, immer wieder ein qualitativ hochwertiges Reflektieren bezüglich dessen, was wir vorhin in der Beratungsarbeit gemacht haben. Das macht meistens auch den Knackpunkt aus dieser Beratungsarbeit, dass wir danach nochmal drüber reflektieren, wie war das jetzt eigentlich für mich. Spiegelung, Pflege der Lerngruppe als dritter Teil, Persönlichkeitsarbeit im weitesten Sinne, meint, dass man hier auch nochmal über diese Form von Spiegelungsarbeit, was ja viele von Ihnen auch angesprochen haben, auch nochmal Impulse für die eigene Person, die eigene persönliche Weiterentwicklung kriegt, auch für die eigene Wirkung im Curriculum, für die Entwicklung über die Bausteine hinaus, wie wirke ich auf andere, was entstehen für Bilder beim anderen, wenn wir uns begegnen. Also das heißt, neben einer, könnte man sagen, eher bewusst methodischen Arbeitsebene auf den ersten beiden Feldern kommt hier nochmal also das Thema unbewusst intuitive Teil von Kommunikation auch als Ressource von Beratung mit rein. Wie können wir unsere eigene Intuition ein Stück kennenlernen und mitnutzen für Beratung? Wie können wir aber auch natürlich Rückmeldung kriegen,
welche Intuitionen entstehen denn bei dem anderen, wenn wir beide irgendwie in einer Beratungs- oder Untergruppensequenz zusammenarbeiten? Das hat sehr viel mit, ja, Feedback würde man jetzt nicht direkt sagen, eher mit Spiegelungsarbeit in einer metaphorischen Art und Weise zu tun, und wo es dann, und deswegen Pflege der Lerngruppe auch nochmal in Richtung eines sehr persönlichen Kontaktes, eines sehr persönlichen Austausches zwischen den Teilnehmern geht. Also das rundet sozusagen auch die Arbeit im Feld Persönlichkeitsarbeit ab und bringt in der Regel auch gerade die Personen innerhalb der Gruppe, innerhalb der Lerngruppe auch nochmal wirklich sehr eng miteinander in Kontakt. Das sind so die drei Felder, und wir haben es im Grunde umgedreht. Wir haben nicht gesagt, es gibt einen Inhalt in verschiedenen Curricula und dann überlegen wir uns dazu, wie wir das vermitteln, sondern wir haben es andersrum gesagt. Wir haben gesagt, es gibt eine einheitliche didaktische Maske. Das sind im Grunde diese drei Säulen, die gibt es in allen Curricula gleich, und aufgesetzt darauf gibt es diese Didaktik sozusagen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, in verschiedenen Flavors, und das sind dann die einzelnen Curricula. Deswegen ist es auch so problemlos möglich, aus den Jahren 1 in die Jahre 2 zu wechseln, weil die Lernkultur, die Arbeitsformen, die Art und Weise, wie hier gelernt und gearbeitet wird, in allen Curricula ähnlich von der Anlage ist oder gleich ist, und man dann auch sehr gut in ein anderes Curriculum einsteigen kann, auch wenn dann dieser inhaltliche Teil sich ein Stück auf ein anderes Gesamtthema bezieht. Jeder von uns steckt in unterschiedlichen professionellen Rollen, in denen es immer um Herausforderungen und um persönliche Fragestellungen geht, fachlich wie persönlich. Und das sind die Anwendungsfelder, weil das ist genau das, was uns draußen auch begegnet. Was Kunden von Ihnen haben wollen oder wissen wollen, im etwas überspitzten Sinne. Also das heißt, genau wie Sie es erleben, wie Sie es draußen erleben, ist hier exemplarisch abgebildet. Das nennen wir, und weil wir da auch nicht alles abbilden können, exemplarisches oder fragmentarisches Lernen. Das heißt, es ist immer ein Ausschnitt von, ein Beispiel für, oder etwas steht beispielhaft für, aber wofür eigentlich? Und so gehen wir daran. Also das heißt, tatsächlich ein sehr praxisorientiertes und lebensnahes, organisationsnahes Lernen eigentlich an der Stelle. Wir machen keine Rollenspiele oder Ähnliches. Das machen wir auch mal in ganz einzelnen, seltenen Fällen, wo wir Themen vorgeben. Auch ein Lehrtrainer bringt mal einen Case mit oder bringt mal was aus seiner eigenen Praxiserfahrung mit. Das kommt auch vor. Aber im Wesentlichen lernen wir mit den Fragen, die jeder von Ihnen mitbringt. Sarah hat an der Stelle noch einen sehr starken Open-Source-Ansatz. Also wir arbeiten im Moment gerade daran, all unsere Arbeitsmaterialien, unsere Konzepte auf der Ebene von Arbeitsmaterialien so aufzubereiten, dass wir sie digital und medial unseren Teilnehmern zur Verfügung stellen, sodass diese sie direkt weiter verwenden können. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn die Hürde hoch ist, dass Leute das, was sie hier an Material zum Beispiel und an Arbeitsdesigns, an konkreten Beschreibungen auch der Arbeitsdesigns und auch der Konzepte mitnehmen, hoch ist, also sie müssen da viel Aufwand reinstecken, dass sie damit in ihrer eigenen Praxis was machen, dann machen sie es nicht. Und die versuchen wir gerade zu senken. Das heißt, sehr Open-Source-mäßig die Sachen als offene Dateien, zum Beispiel in Form von Charts oder in Form von Arbeitspapers, sowohl im Netz, aber auch jetzt unseren Teilnehmern speziell zur Verfügung zu stellen, sodass diese mit einer Didaktikvereinbarung uns im Fuß stehen lassen, ihren eigenen Kopf, ihr eigenes Logo der Organisation oder der Freiberuflichkeit oben reinnehmen können und direkt damit arbeiten können. Also eine sehr hohe Nutzerfreundlichkeit und Verwertbarkeit der Materialien, weil nur so es raus in die Welt kommt. Also da sind wir sehr offen, das beschäftigt uns seit vielen Jahren. Jetzt hat man natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, damit medial umzugehen, und die Arbeit, die sich eigentlich die Leute machen, dann selbst zu machen, sodass sie einen stärkeren Nutzen davon direkt haben. Ich werde ja manchmal gefragt, was sind denn jetzt die drei, oder was sind die wesentlichen Punkte, worin sich das ISB von anderen unterscheidet? Dann nenne ich immer drei. Das eine ist eines der erfahrensten und langjährig aktivsten Institute, die sich in diesem Feld von Weiterentwicklung der therapeutischen und aus sonstigen Richtungen kommenden Konzepte in den Organisationsbereich beschäftigen. Das hat sicherlich einen sehr starken Schwerpunkt bei uns. Also sozusagen, was macht man mit den Konzepten in der nicht therapeutischen Arbeit, sondern in der Organisationsarbeit damit? Diesen Wechsel in den Businessbereich hinein. Das zweite ist Netzwerk-Alumni-Arbeit. Also man tritt hier ein, was ich vorhin schon ausführlich beschrieben habe, und man hat nicht nur
6x3 Tage, sondern wenn man möchte, wächst man in eine Professional Community hinein und kann sich da über das Curriculum hinaus in einem hochwertig besetzten Netzwerk im Feld bewegen und mit denen weiterlernen, sich weiter austauschen. Und der dritte Teil ist, dass wir uns immer schon, und das hat auch wiederum mit der Biografie von Bernd Schmidt zu tun, mit der Frage auseinandersetzen, wie gestalten wir das Lernen hier so, dass Leute jenseits eines guten Vortrags und eines guten Impulses nach 3 Tagen hier von dannen ziehen und sagen, ja, oh ja, das hat mir sowohl persönlich als auch fachlich was gebracht. Also sprich, wir gehen nicht davon aus, oder jenseits, dass wir gehen davon aus, dass jenseits der guten Inhalte und Konzepte und Modelle, die wir im Wesentlichen durch die Lehrtrainer-Inputs darstellen, uns um ein Lernen kümmern müssen, von Menschen, die sehr viel vorher schon mitbringen, eine sehr hohe Vorqualifizierung haben, sehr viel Weiterbildung vorher gemacht haben, dass die hier in einen gemeinsamen Lernprozess, voneinander, miteinander Lernprozess eintreten, der rein über die inhaltliche Steuerung eines Bausteins hinausgeht. Also das beschäftigt uns da an der Stelle sehr stark, wie bringen wir diese Personen, die hierher kommen, lernkulturmäßig, didaktisch in ein gemeinsames Lernen, was dann auch natürlich diese Ebenen abbildet, die Sie am Anfang angesprochen haben, von persönlicher Weiterentwicklung, Fragen, die auch jeder hier erfahrungsgemäß oder zumindest zu einem gewissen Teil mitbringt, an persönlichen Orientierungsfragestellungen jenseits der Frage, dass ich hier auch fachlich mich weiterqualifizieren möchte. Und das erreichen wir nicht über nur einen super Vortrag hier vorne, was ich jetzt gerade mache, eine Stunde lang erzählen, was auch in den Bausteinen stattfindet, sondern das machen wir auch angereichert und integriert mit dem, was dann hier im Plenum stattfindet, in der Art und Weise, wie wir die Untergruppenarbeiten gestalten, wie wir dieses Lernen aus verschiedenen Rollen heraus anlegen. Und dafür kriegen wir nachher mal ein Beispiel in dieser Beratungssequenz, dass Sie dafür ein Gefühl kriegen, dass das ein Stück weit über das, was jetzt so momentan auch jetzt gerade aktuell die Situation ist, hinausgeht. Und das ist wo wir viel entwickelt haben, wo wir auch viel auch einfach Herzblut reinstecken. Und ich glaube, das unterscheidet uns an der Stelle auch nochmal von dem einen oder anderen Anbieter. Also wenn man jetzt mal auf unser Netzwerk schaut, über 3000 Leute ausgebildet, im Netzwerk sind knapp 4000 Leute versammelt. Also ein relativ großes Sammelsurium, auch welches wir im Netzwerk zusammenfassen, das habe ich auch nochmal dabei, an Teilnehmern, die so aus den unterschiedlichen Richtungen kommen. Das ist uns auch ein wichtiger Teil über die natürlich die Vernetzungsarbeit im einzelnen Curriculum hinaus. Sie haben das auch verschiedentlich angesprochen, dieses voneinander miteinander lernen ist uns didaktisch ein wichtiger Hintergrund. Also ist uns auch klar, dass die Leute das hier suchen. Vielleicht schon mit einem Stück Orientierung im Businessbereich. Das ist auch das, was man als Netzwerk mitbekommt. Aber es gibt verschiedene Netzwerkarten, auf die wir auch sehr viel Wert legen. Also es gibt natürlich dieses kleine Netzwerk von maximal 16 Teilnehmern. Das ist das, was ein Curriculum bei uns umfasst. Wir sind jetzt heute 13, also da merken Sie, da ist auch sozusagen der Raum sozusagen an seiner Grenze. Mehr wollen wir, können wir da auch nicht aufnehmen. 16 Teilnehmer in einer Gruppe. Das ist das intensivere Netzwerk, was Sie sich vorstellen können, über ein Jahr zusammen gearbeitet mit dieser Gruppe, ist natürlich der intensivere Teil. Und es gibt die große Form des Netzwerks, das sind eben alle unsere Teilnehmer und Absolventen, die wir über einen Mailverteiler zusammengeschlossen haben. Das läuft seit über 10 Jahren sehr erfolgreich. Also eine große Mailingliste, die wir führen, die wir moderieren im Hintergrund, wo wir sozusagen tagtäglich die Mails angucken und freigeben. Und in diesem Netzwerk läuft all das, was man unter kollegialer Zusammenarbeit, Kooperation, kollegialen Austausch fassen kann, zusammen. Die intensivere Arbeit der Qualifizierung, der persönlichen Zeit hier, der persönlichen Weiterentwicklung. Aber wir sagen, es ist eben auch eine Eintrittskarte, ein Einstieg in eine Professional Community, die wir versorgen wollen, die wir mit verschiedensten Services weiter betreuen, weiter versorgen wollen, wenn man das möchte. Was erfreulicherweise auch dazu führt, dass die allermeisten unserer Teilnehmer aufgrund von Empfehlungen kommen. Das haben wir vorhin in der Runde auch gehört. Wir machen so gut wie kein Marketing, wir schalten kaum oder eigentlich gar keine Anzeigen, wir machen kein Printmarketing. Also all die Sachen kann man machen, wir haben uns dafür nicht entschieden. Wir haben den Weg gewählt, wir versuchen die hier sind und die hier waren, so gut wie möglich zu betreuen, über die Zeit auch hier hinaus. Und
das führt dazu, erfreulicherweise, dass man uns weiter erzählt, dass man weiter von uns berichtet. Und so kommen die allermeisten Leute hierher, was auch den Vorteil hat, dass die Leute doch schon ungefähr wissen, was erwartet mich hier oder was habe ich als Teilnehmer hier erlebt und was kann ich davon anderen mitteilen. Also diese Art von Alumni-Netzwerkarbeit. Also das ist ein Forum, man kann sich dort auf der Forumsebene auch mit eigenem Login anmelden und kann sich dann eben bis in die Korrespondenz bis 2005 zurück einklinken. Wir haben das aber anfänglich als reines Forum etabliert, ganz zu Beginn, und haben dann gemerkt, dass das plötzlich versandet ist. Weil die Leute, die sind in X-Foren, die melden sich dann nicht noch in einem 13. Forum an und gucken, was da gerade aktuell passiert. Also ich überspitze es jetzt etwas. Und wir haben es dann auf Mailverkehr umgestellt. Das heißt, jeder kriegt auf seine, wie auch immer geartete Mailadresse, die kann jeder für sich bei uns melden, wird er beliefert sozusagen. Er muss nicht irgendwo hingehen, sondern er kriegt es geschickt und kann dann entscheiden, ja, das verwende ich gerade, oder viele legen sich auch einen Ordner an und dann wird es da gesammelt. Also er kriegt es proaktiv von uns geschickt und muss nicht aktiv selbst irgendwo hingehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Es gibt aber im Grunde beide Varianten. Also man kann auch im Forum stöbern. Und es gibt immer einfach auch Entwicklungsoptionen. Und das finde ich charmant. Und deswegen habe ich das ISB auch gewählt.